Und willkommen, wir machen eine Runde mal wieder mit unserem Druiden-Deck. Ihr seht es schon an der linken Seite. Ich habe eigentlich nicht arg viel dran verändert. Wir schauen, dass wir natürlich möglichst unsere Manas hier mit drin haben. Wir schauen, dass wir unsere guten Karten unten drin haben. Zum einen mit King Bluetooth, mit unserem schwarzen Ritter und mit unserem Manipulator. Und damit können wir eigentlich auch solche Abräumungen, die Fremdenhiebs sind natürlich immer recht praktisch. Und dann solche Primärziele für unseren Gegner, wie halt eben den rastlosen Abenteuer. Also wir haben hier sehr gut auf Value-Karten gesetzt. An sich ist es eigentlich eher ein Nerf-Deck, das heißt wir probieren unseren Gegner möglichst schnell zu nerven und ihn freiräumen, das ist sehr schön. Schauen wir mal, damit können wir eigentlich schon direkt in der nächsten Runde hier was anfangen. Aber wir warten jetzt mal, was er macht. Ich meine, der Feendrache bringt jetzt gegen den Krieger nicht ganz so viel, weil der kann trotzdem halt eben mit der Waffe weggemacht werden. Ja, und er coint auch. Bringt mir Stahl! Und der bringt ihm jetzt am Anfang gar nichts, weil, ja, er verteilt natürlich seine Fähigkeit erst beim nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, wir hauen direkt unseren Feendrachen raus. Damit wir mit diesem in der nächsten Runde halt eben ihn entsprechend dann halt eben in den Hintern treten können. Aber er wird jetzt auch nochmal, schauen wir mal, wie er jetzt... Also er wird ihn nicht irgendwie angreifen lassen, sondern er wird probieren, unseren Feendrachen wegzunehmen. Wird sich jetzt ne... Ah! Er nimmt sie weg. Und nimmt den Feendrachen weg. Damit hat er natürlich jetzt auch gleich den Schaden hier abbekommen. Das ist sehr schön. Gleiche Runde noch einmal. Wir spielen wieder eine nette Kreatur. Hoffen, dass er jetzt auch eine Kreatur spielt, dass wir ihn bei einer nächsten Runde wegnehmen können. Und was spielt er? Nochmal eine Waffe? Greift an! Und sie kann natürlich nichts machen, aber bekommt jetzt schöne Dreckschaden. Gut, nächste Runde. Ich bin trotzdem dafür, dass wir sie wegnehmen zuerst. Einfach aus dem Grund, sie macht schon Dreckschaden. Deswegen machen wir hier einen Gegentrade. Wir haben ja immer noch hier was Nettes liegen. Unsere Yeti sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir in der nächsten Runde hier auch wieder ein bisschen aufräumen können. Und zur Not kommt... Das Dingo! Ja! Okay. Und er haut sich einen Tank rein. Das ist schön. Er macht trotzdem nur 4 Schaden. Deswegen werden wir das Ganze jetzt nutzen, um... Gebt mir eine Quest. Einmal ihn reinhauen. Dann... Waffen wir ihn. Geben wir ihm dann 2er Schaden. Und es ist wieder an der gleichen Stelle. Nur dass jetzt bei uns schon 9 Schaden liegen und bei ihm liegt 1 Schaden. So, er sollte sich jetzt wirklich eine 2er Waffe anlegen, weil sonst ist der Meister Schwertschmied weg. Klar, ich hätte... Versuch das hier nicht! Okay, er legt sich eine Waffe an, er wird sich jetzt auch die 2 Schaden komplett reinholen. Macht er. Und er geht auch schon. Gut, er kriegt dann mit 4 Schaden, das macht uns nichts. Er ist ja schon schön runtergesetzt. Wir nehmen zum einen seinen Schwertschmied weg. Wo soll ich zuschlagen? Hauen unseren Tank auf. Ich könnte sogar sie wegnehmen damit. Quest angenommen. Aber ich glaube, wir machen das über diese Art. So, die ist ihm ein bisschen mehr wert. So, und wir lassen das Ganze. Der steht hinter einer schönen Barrikade, selbst wenn er jetzt mit beiden drauf spielt, kriegt er zum einen wieder 4 Schaden rein. Er scheint
Nehmt das! Okay, reicht ihm nicht. Er hat nur einen Schaden extra. Ah, jetzt reicht's ihm. Aber natürlich sind beide auch weg. Was macht er mit der Zweierwaffe? Die wird wahrscheinlich jetzt für bei uns ins Gesicht gehen. Nein, er zieht sich 5 Schaden rein. Wirklich? Gut, dann räumen wir bei ihm ein bisschen auf. Beide haben 3 Schaden. Allerdings, wenn wir einen wegnehmen. So. Sieht so aus. Zusätzlich spielen wir noch unser Tank aus. Soll ich zuschlagen? Quest angenommen. Und wir nehmen ihn schön aus. So. 12 Schaden liegen bei uns. Und er hat nur noch 16. Hier haben wir noch den 13. Teil. Und er gibt auf! Also, Meister Schwarz hat hier keine großartige Chance gegen uns. Wir haben es einfach ihn bis zu Ende genervt, einfach immer schön kontrolliert. Und dann war das eigentlich insgesamt kein Problem. Das ist eigentlich auch der Vorteil von dem Deck. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, ihr seid hier an der linken Seite. Schreibt mir eure Erfahrungen, beziehungsweise gebt mir in die Kommentare einfach Verbesserungsvorschläge, was wir noch an dem Deck ein bisschen ändern können. Wir hatten eigentlich nicht mal die Chance, unsere großen Karten irgendwie auszuspielen. Also unser schwarzer Ritter war nicht involviert, wir hatten Kane nicht involviert, wir hatten den Manipulator nicht. Somit hätte man das auch als Anfänger sogar spielen können. Ja, wäre interessant gewesen in dem Fall. Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.